Mit Hansa Rostock unterwegs wird präsentiert vom HCC Rostock. Jetzt neu der Premium Lasertag in einer über 600 Quadratmeter großen Arena. Der perfekte Partyspaß, egal ob Geburtstagsfeier, Klassenfahrt, Junggesellenabschied oder Firmenfeier. Ein Erlebnis, das im Gedächtnis bleibt. Lasertag im HCC Rostock. Alle weiteren Informationen und Angebote findest du auf www.hcc-rostock.de. Hansa Rostock hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Grund, dass man mit zwei Kindern 700 Kilometer weg ist schon nicht so einfach. Da kann ich auch jeden anderen Spieler verstehen, der Kinder hat und vielleicht von seinen Kindern getrennt ist oder alleine ist. Das war auf jeden Fall ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall dichter an die Heimat. Und dass es dann so geklappt hat, wie es am Ende gelaufen ist, ist natürlich dann auch super. Oma und Opa freuen sich, wir sind zufrieden, die Kinder sind glücklich. Also war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, ich glaube, das kam ja schon ein paar Mal die Frage. Ich bin hier groß geworden, habe im Internat gelebt, habe alles durchlaufen, war als kleiner Junge im Fanblock. Also viel mehr geht eigentlich nicht. Und für mich ist natürlich das Größte, jetzt einfach auf dem Platz zu stehen und vor den Leuten, wo ich mittendrin stand, jetzt einfach Fußball zu spielen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir jetzt wieder den Trend, den wir momentan haben, weiterführen und dass die Leute, die mit Hansa einfach mitfiebern, auch wieder schöne Zeiten erleben. Ich habe klar mit Hoffi oft drüber gesprochen, mit Tommy auch, weil die Jungs das ja auch vorleben. Habe dann aber auch über meinen Berater, mit einer Ernährungsberaterin mal gesprochen, mich mit der getroffen, die mir ein paar Sachen erklärt hat. Und habe dann einfach gesagt, ich versuche es mal 2-3 Wochen und fühle mich seitdem viel besser. Habe 2-3 Sachen verändert und die zeigen halt Wirkung. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen mehr überzeugt davon. Und halt daran fest und ich glaube, man sieht das auch. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, weil wir ja doch als Leistungssportler ein bisschen mehr auf andere Sachen achten müssen. Aber ich verzichte einfach auf Milchprodukte und auf Weizenprodukte weitestgehend und das macht dich bemerkbar. Ja, weil die meisten von den Jungs keine Ahnung haben einfach. Das waren meine ersten Spiele auf der Playstation, die ich mit einem Kumpel gezockt habe. Damals war Pro Evolution, glaube ich, auch schon auf Augenhöhe oder einen Tick besser. Und ich bin aber einfach geblieben, weil es mir mehr Spaß macht, weil ich es besser finde und weil ich darauf verzichten kann, dass die Lizenzen von Anfang an nicht dabei sind. Mit 2-3 Tricks kriegt man das ja auch so hin und deswegen bin ich dem Spiel loyal geblieben und bereue das auch keine Sekunde. Ja, wir haben in Wiesbaden neben Amerikanern gewohnt, die natürlich zu Halloween und Weihnachten ordentlich auftischen und ordentlich schmücken. Und das konnte man sich gefallen lassen. Da mussten wir natürlich die Ellenbogen ausfahren, haben mitgezogen und dadurch, dass das ein bisschen entstanden, haben Gefallen daran gefunden und sind dann da mitgeschwommen, hatten coole Partys, sage ich mal, jetzt auch bei uns zu Hause, die Tradition weitergeführt. Und dieses Jahr war ich als Teufel, letztes Jahr war ich ein Hai. Mal gucken, was ich als nächstes Jahr gehe. Und wir sind da schon kreativ und für die Kinder ist natürlich auch eine super Sache. Ja, das ist keine schlechte Frage. Es ist einfach so, dass der liebe Gott mich mit nicht den besten Haaren ausgestattet hat. Ich habe ein paar Geheimratsecken einfach, ist einfach so. Und nicht das beste Haar von der Qualität her. Und da muss ich halt gucken, wie ich über die Runden komme. Und da ist der Iro vielleicht noch das, was am besten zu meinen Haaren passt. Habe ich mir sagen lassen. Ja, ein Spiel für mich, das habe ich im Fanblock erlebt, das war Bundesliga-Zeiten damals, da bin ich mit meinem Bruder und mit Tobias Werk und Sebastian Albert damals aus dem Internat, sind wir nach Berlin gefahren, Dienstagabend, Bundesliga, Hansa gegen Hertha, Auswärtssieg gefeiert mit, glaube ich, 10.000, 15.000 Rostockern. Das war ein Erlebnis, was mich auf jeden Fall geprägt hat, was vielleicht auch diesen Wunsch nochmal verstärkt hat, unbedingt dann auch unten im Stadion zu spielen. Und das war auf jeden Fall ein prägender Moment. Ansonsten als Spieler ganz klar B-Jugend, Finale Deutsche Meisterschaft für mich mit Hansa im Ostseestadion. Haben wir leider verloren, aber
Ja, das sind einfach Spiele als junger Bengel. Ja, da hat man Bock auf mehr. Da möchte man regelmäßig dann natürlich das Gefühl kriegen, da unten zu spielen. Und ja, ansonsten natürlich die Aufstiegssaison hat zahlreiche Momente gehabt, die man nicht vergisst. Na, also für mich war auch ein Punkt, zurückzukommen einfach, weil ich weiß, ich habe hier schon über 150 für Hansa gemacht, auch von den 300. Und ich finde es einfach geil, wenn am Ende der Laufbahn vielleicht irgendwo steht, der hat 200, 300 Spiele für einen Verein gespielt. Das gibt es in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr so oft, dass man für Verein viele Spiele absolviert. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache für mich, ein Ziel für mich. Und wie viele Tore ich schieße, ja, gute Frage. Natürlich würde ich mich schon über das eine oder andere Tor noch freuen. Aber wichtig für mich ist einfach, dass ich gesund bleibe und die Spiele absolviere. Und dann bin ich mir sicher, dass ich auch das eine oder andere Mal noch einnetzen werde. Ja, liebe Hansa-Fans, ich stelle euch jetzt auch meine Traumelf vor und fange direkt an im Tor mit Florian Frommlowitz. Ja, super Typ, klasse Torwart, ja, seit unserer gemeinsamen Zeit in Dresden verbindet uns und unsere Familie eine Freundschaft, die auch anhält, obwohl wir ja hunderte Kilometer entfernt sind. Ja, hat seinen Platz in meiner Traumelf auf jeden Fall verdient. Dann Rechtsverteidiger, eine absolute Legende in Rostock nach wie vor, Peter Schürber. Unvergessen sein Tor gegen Braunschweig, aber auch, ja, klasse Typ. Viel mit ihm gelacht, viel Zeit verbracht und ich kann mir keinen besseren auf der Position vorstellen als ihn. In der Innenverteidigung spiele ich mit Stefan Persson. Ja, ging mit ihm in eine Klasse. Hat mir viel geholfen in meiner Anfangszeit hier in Rostock im Internat. Hab die Jugendmannschaft mit ihm durchlaufen und ja. Ich sehe ihn in meiner Innenverteidigung, auch wenn er heute vielleicht ein paar Ligen tiefer spielt. Neben ihm Robert Müller. Ich habe 4 Jahre mit ihm das Zimmer geteilt bei Auswärtsspielen in Wiesbaden und in Rostock. Ist jetzt leider in die Innenverteidigung gerückt. Ich sehe ihn eigentlich mehr als Sechser, aber Peter Vollmann hat das so entschieden. Und ja, auch mit ihm noch nach wie vor sehr guten Kontakt. Und ja, eine feste Bank in meiner Verteidigung. Längs Christian Duda-Dorda. Ja, haben schon einige Spiele auf der linken Seite zusammen absolviert. Ja, macht die Seite dicht. Würde mir wünschen, dass er noch mehr nach vorne macht, aber das kriegen wir hin, da arbeiten wir dran in Zukunft. Auf der 6, unser Zwickauer jetzt René Lange. Auch, wir haben schon in Neubrammung zusammen gespielt, sind zusammen nach Rostock gekommen. Haben viel zusammen ja, durchlebt, B-Jugend-Finale zum Beispiel. Beide in den Profibereich gekommen und nach wie vor ein sehr guter Freund von mir. Und ich hoffe, dass Zirka natürlich auch die Klasse hält und er noch ein paar Spiele macht. Rechte Seite, Robert Koch, ja, aus meiner Dresdner Zeit, sehr guter Freund, unsere Familien, auch mit 2 Kindern, haben uns öfter schon besucht, auch in Nürnberg. Und ja, ich hoffe, der macht ordentlich Dampf auf der rechten Seite und ja, sorgt für den einen oder anderen Assist für mich. Linke Seite, Guido Kocher, auch bekannt in Rostock, jetzt in der Türkei. Hab nach wie vor sehr guten Kontakt mit ihm, hab auch mit ihm in der Jugend zusammengespielt, hab auch immer wieder getroffen in der zweiten Liga gegeneinander und ja, guter Junge und darf auf der linken Seite wirbeln. Offensives Mittelfeld, der Patenonkel von meinen Kindern, Tom Weiland. Für mich ein Zehner, super Fußballer, klar, man kennt ihn in Rostock, nicht nur durch seinen Papa und ich hoffe, er geht seinen Weg weiter in der zweiten Liga und dass wir vielleicht noch ein bisschen was von ihm hören und dass er dann eines Tages in meiner Traumelf auch nochmal rumwirbelt. Im Sturm habe ich Guido Träger aufgestellt. Guido Träger, sehr guter Freund von mir, aus Kindergartenzeiten schon, haben zusammen in Neubrandenburg gespielt. Ja, er spielt jetzt in Neubrandenburg, ist Kapitän. Auch wenn es da vielleicht im Moment ein bisschen schwierig ist mit dem Fußball. Aber ich sehe ihn ganz klar als Stürmer. Er hat früher unfassbar viele Tore geschossen, hatte ein bisschen Verletzungspech. Aber bei mir kann er nochmal zu alter Stärke auftrumpfen. Ja, und daneben spiele ich in meiner Traumelf für die Jungs an. Und ja, ich glaube, ich habe mich so schlecht aufgestellt. Ein kleiner Mix aus Weggefährten, alten Freunden. Und das ist meine Traumelf. Und damit gebe ich zurück ins Studio.